Ja, hallo und willkommen zur Sprechstunde Altona. Ich begrüße Sie zu unserem Webinar Plötzlich taub, der akute Hörsturz. Ein Thema, was sonst viele Leute bewegt. Deswegen möchte ich Sie einmal durch dieses interessante Thema einfach durchführen. Hoffe, dass Sie viele Informationen mitnehmen und ja, anschließend sich gut informiert fühlen. Ich denke, wir starten einfach mal mit der Präsentation. Los geht's schon mal. Wichtig, dass wir wissen, worum geht's eigentlich? Also um die Definition, was soll das denn sein? Hörsturz oder akuter Hörsturz? Dazu gibt es natürlich eine Definition, eben eine akute Hörminderung, die auf einer Funktionsstörung des Innenohrs beruht, die unterschiedliche Schweregrade haben kann und die von anderen Beschwerden unter Umständen begleitet wird, wie eben Ohrgeräusche oder Schwindel. Alles, über was ich im Grunde später berichten werde im Laufe dieses Vortrags, ist angelehnt an eine Leitlinie der Fachgesellschaft, die derzeit schon etwas länger ausgelaufen ist, muss man sagen. Sie sehen es auf der Folie. Sie war gültig bis 2019 und wird sicher demnächst nochmal aktualisiert werden. Ich werde Ihnen dazu später im Laufe des Vortrags nochmal was dazu sagen, warum das eigentlich schon so lange ausgelaufen ist und warum das in Kürze vielleicht nochmal aktualisiert wird und es vielleicht nochmal aktualisierte Informationen für Sie zum Thema gibt. Wie häufig ist denn so eine akute Innenohr-Hörstörung eigentlich? Glaubt man den Untersuchungen, liegt das Vorkommen zwischen 160 und 400 pro 100.000 Einwohner im Jahr. Da ist natürlich eine ziemliche Schwankungsbreite erkennbar. Und um das vielleicht ein bisschen grob einzusortieren, kann man davon ausgehen, dass etwa 300 pro 100.000 Einwohner pro Jahr ist ungefähr das Vorkommen eines Herzinfarktes. Dass man das vielleicht einsortieren kann, also vergleichsweise doch eher häufig Hörstörungen vom Innenohr. Also ist das ein Ding, was eben viele Leute einfach bewegt. Die Studien sagen, es sind eher Leute über 50 betroffen, aber die Tendenz fällt und es gibt keine Geschlechterbevorzugung. Vom Lebensalter haben wir gerade schon gesagt, Kinder mit so einer Hörstörung kommen selten vor im Grunde. Ja, was ist denn eigentlich die Ursache dieser Hörstörung? Das ist eine gute Frage. Es werden unterschiedliche Ursachen diskutiert und vorwiegend sind es wohl. Geht man von Durchblutungsstörungen aus, also es sind Dinge, die über die Gefäße laufen. Und Infektionen spielen eine Rolle und natürlich auch, also zelluläre Regulationsstörungen, sagt man, also Dinge, die Störungen, die auf Zellebene ablaufen können. Natürlich bedingt es auch Durchblutung eben und Infektionen natürlich auch. Also konkret ist es aber häufig unbekannt, was eigentlich wirklich passiert. Kann man das eigentlich grob einsortieren? Das wird so gemacht, und zwar zum Beispiel nach der Schwere. Also hat man nur eine geringe Hörminderung oder ist man so gut oder ist das Ohr so gut wie taub? Und natürlich eben, in welcher Frequenz spielt sich das Ganze vielleicht ab? Sind das eher die tiefen Töne oder die hohen Töne oder ist eigentlich alles betroffen? Das ist so eine grobe Einordnung, wo sowas hingehören könnte. In der Regel tritt das einseitig auf, aber es können natürlich auch in ganz seltenen Fällen mal beide Ohren von so einem Hörsturz betroffen sein.
Klar, was sind eigentlich meine Beschwerden? Das ist der Hörverlust, den man merkt, erstmal subjektiv. Nicht, es können aber auch Ohrgeräusche, also bekannte Tinnitus dazukommen. Es kann ein Druckgefühl im Ohr auftreten, es können Schwindelgefühle mit Übelkeit, manchmal auch Erbrechen dazukommen. Es kann aber auch ein verzerrtes Hören sein. Hyperdiplodysakusis bedeutet eigentlich nur, es kann eine Überempfindlichkeit plötzlich da sein, dass man sehr stark irritiert ist und eben auch verzerrt hören oder ein halliges Hören. Alles das kann mit inklusive sein, auch mit Gefühlsstörungen um das Ohr, hinter dem Ohr herum. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu einem Punkt, warum ist das eigentlich manchmal alles so kompliziert? Weswegen muss man teilweise viele Untersuchungen über sich ergehen lassen, um herauszufinden letztendlich, warum habe ich eigentlich diese Hörstörung? Was ist eigentlich die Ursache und wie kann man das eigentlich behandeln? Das liegt einfach daran, dass man eben manchmal diese Ursache gar nicht ganz genau ermitteln kann. Man muss halt also versuchen, die Dinge zumindest auszuschließen, die vielleicht schlimm sein könnten und oder zu bestätigen, eine tatsächliche, konkrete Ursache zu finden. Was kann das zum Beispiel sein? Es können das, was ich gesagt habe, schon virale Infektionen sein. Es können Erkrankungen des Gehirns und des Nervensystems sein, wie zum Beispiel die multiple Sklerose. Es können halt eben Entzündungserkrankungen sein, vor allen Dingen der kleinen Blutgefäße, die eben Durchblutungsstörungen hervorrufen können. Das ist zum Beispiel eben diese Autoimmunvaskulitis, die hier aufgezeigt ist. Es können Vergiftungen eine Rolle spielen. Arzneimittel, Drogen, klar, Gifte können auch das Innenohr betreffen. Das Innenohr kann auch betroffen werden, zum Beispiel durch Stoffwechselerkrankungen, Dialysepflichtigkeit. Es können natürlich klar Tumoren auftreten, auch eben vor allen Dingen gutartige Tumoren, die im Bereich des Gleichgewichts, Nerven vor allen Dingen lokalisiert sind. Da komme ich gleich nochmal zu. Eine Ursache kann auch sein, eine Leckage. Eine Ausgleichsmembrane vom Innenohr zum Mittelohr, das ist das, was unter Perilymphfistel zu verstehen ist. Verletzungen des Ohres, klar, wenn man mit dem Schädel irgendwo anprallt, kann dieser Schädelknochen natürlich brechen. Die Schädelbasisfraktur sozusagen kann das Ohr mit dem Hör- und Gleichgewichtssinn, dem Gesichtsnerven voll erfassen und dort entsprechende Probleme verursachen, logischerweise. Und der Labyrinthitis als nächster Punkt ist eben auch eine Entzündung zu verstehen, vor allen Dingen des Gleichgewichtsorgans, was aber eben auch mit dem Hörorgan verschaltet ist. Nicht dort gibt es eben unter Umständen eben auch Bakterien oder Viren, die dort ein Problem darstellen können. Was kann auch ein Hörproblem machen? Zum Beispiel, wenn man sich im Rahmen einer medizinischen Behandlung zum Beispiel Nervenwasser abpunktieren lassen muss, ein Liquor, kann, wenn viel Liquor abläuft, eben auch eine Hörstörung auftreten, ein- oder eben auch beidseitig in dem Fall. Aber das wäre dann sozusagen kein klassischer Hörsturz, sondern man hätte ja eine Ursache gefunden. Das wäre also eine Hörstörung im Rahmen eines Liquorverlustsyndroms. Klar, Hirnhautentzündungen können an der Schädelbasis natürlich das Hörorgan tatsächlich mitbeschädigen. Das ist dort gelegen. Nicht genetisch bedingte Syndrome gibt es eine Vielzahl, vor allen Dingen seltener Erkrankungen, die vor allen Dingen schon im Kindesalter auffällig werden und im Rahmen des Hörscreenings in der Regel auch gut entdeckt werden. Im Erwachsenenalter gibt es nur sehr wenige Hörstörungen, die dann noch so auffallen. Also eher eine ganz geringe Zahl von Leuten, die da dann betroffen sind. Hämatologische Erkrankungen, Blutkrebs können eine Rolle spielen, auch im Rahmen von Durchblutungsstörungen vor allen Dingen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, klar, Durchblutungsstörungen, Regulationsstörungen können halt zu einer Minderdurchblutung führen mit entsprechenden Hörschwankungen oder auch bleibenden Schäden. Psychische Hörstörungen sind ein schwieriges Thema, weil der Hörvorgang natürlich insgesamt komplex ist, vom Empfänger, sage ich mal so, bis zur Verarbeitung. Im Gehirn gibt es viele Schnittstellen, die gefühlsmäßig auch eingefärbt sein können. Und hier können natürlich auch psychische Störungen insgesamt in dieses
in diesen Gesamthörvorgang eingreifen. Viele Leute fragen natürlich, ich habe eine Hörminderung, muss ich jetzt mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus, ganz schnell Notfall? Im Prinzip so nicht. Der Hörsturz ist, ich habe es mal rot markiert nach der Leitlinie, auch in prognostischer Hinsicht kein Notfall, der sofort therapiert werden muss. Wichtig wäre es für alle, die merken, oh, es ist wirklich eine sehr, sehr starke Hörminderung und sie geht nicht weg, sich vor allen Dingen untersuchen zu lassen. Das bedeutet in der Regel einen Besuch beim Facharzt, der sich die Sache dann anschaut und eine entsprechende Befragung natürlich durchführen wird. Und das sozusagen regelt letztendlich genau, was es kommt denn für mich in Frage, was habe ich überhaupt und welche Maßnahmen müssen hier getroffen werden. So, jetzt kommen ein paar Teile, um einfach nur nochmal vielleicht einzusortieren, welche Untersuchungen sind wirklich jetzt erstmal notwendig und welche können vielleicht im Nachhinein durchgeführt werden, damit mein Krankheitsbild möglichst genau vielleicht beschrieben wird. Der Besuch beim Facharzt ist absolut sinnvoll, um einmal natürlich klar die Krankengeschichte zu unternehmen, wie ist das zu erheben, wie ist das eigentlich alles gekommen und dann eben nochmal das Ohr genauer zu untersuchen, das heißt sich die Ohrmuschel, den Gehörgang, das Trommelfell mal genau anzugucken. Und das ist das, was unter Ohrmikroskopie gefasst wird. Eine Hörprüfung ist natürlich eben sehr sinnvoll, einfach um einzuschätzen, was wir vorher gesagt haben, wie kann man das denn einsortieren? Ist das hochgradig, leichtgradiger Hörverlust? In welchem Frequenzbereich? Und was folgt eigentlich daraus? Das, was da als Tympanometrie eingefasst ist, bedeutet einfach die Schwingungsfähigkeit des Trommelfells zu messen, um zu schauen, ist da vielleicht Wasser hinterm Trommelfell, nicht ist diese Hörstörung vielleicht gar nicht vom Innenohr, sondern vielleicht eben vom Mittelohr, so dass man diese Dinge vielleicht auseinanderhalten kann, Zusammenhang zum Beispiel mit dem Gehörgang auch, nicht ist da vielleicht Ohrenschmalz, der vielleicht beseitigt wird und nachher ist alles gut, nicht? Was ist mit dem Mittelohr los? Ist da eben Wasser hinterm Trommelfell? Ja, nein. Oder wie ist mein Trommelfell überhaupt beschaffen? Ist das vielleicht eine ganz andere Ursache, wie ich das vorhin schon geschildert habe? Und hat es vielleicht mit dem Innenohr gar nicht so richtig was zu tun? Und man muss natürlich vielleicht eine orientierende Gleichgewichtsprüfung machen, zum Schauen, je nachdem, wie die Beschwerdelage ist, ist mein Gleichgewichtssystem vielleicht eben auch betroffen? Das ist eben eine wichtige Sache, die auf jeden Fall irgendwie durchgeführt werden sollte. Zudem sollte natürlich einmal eine Blutdruckmessung und der Puls gemessen werden, einfach um zu schauen, ist das vielleicht eine einfache kreislaufbedingte Angelegenheit. Dann gibt es natürlich noch viele andere Untersuchungen, die gemacht werden können, um bestimmte Ursachen zu bestätigen oder vielleicht auszuschließen. Das ist das, was hier als objektive Testbatterie geschildert ist. Das, was wir vorher gesagt haben, Hörtest, fasst man unter subjektive Audiometrie oder ein Hörtest ist immer etwas, was sozusagen eben eingefärbt ist durch viele Dinge. Und die letztendlich natürlich keine, sag ich mal, so elektrische, fassbare, objektivierbare Messung liefern können. Das kann manchmal wirklich sinnvoll sein, wenn man manche Dinge nicht so richtig auseinanderhalten kann. Sind zum Beispiel die otoakustischen Emissionen, eine Hirnstammaudiometrie, Stapediusreflexmessung. Das sind die Dinge, die empfindliche Messungen, empfindliche Messtechnik, die Untersuchungen unter Umständen ergänzen können oder müssen, je nachdem, wie das Ergebnis vorher war. Glycerol-Test, was ist das? Es gibt Erkrankungen, die schwankend sind. Das heißt, der Hörverlust kann kommen und gehen. So manchmal kann es sein, dass es Flüssigkeitsverschiebungen gibt in der Hörschnecke im Gleichgewichtssystem. Das kann man mit einem speziellen Hörtest ermitteln, wo man dann schauen kann, wird, wenn man eine bestimmte Maßnahmen trifft, das Gehör wieder besser, zum Beispiel. Elektrokochleographie, genau, das gehört zum Glycerol-Test dazu. Das ist eine Geschichte, die für schwankende Hörstörungen vielleicht wichtig ist, um eine bestimmte Erkrankung, komme ich vielleicht noch dazu, eben zu bestätigen und auszuschließen.
Elektronystagmographie oder Videookulographie verifiziert im Grunde eine Gleichgewichtsstörung, wenn sie denn so besteht und es notwendig erscheint. Ich habe einen Fall gemacht, Tympanoskopie. Was ist das? Das ist ein operativer Eingriff. Man klappt das Trommelfell hoch. Das kann man in örtlicher Betäubung machen, um zu gucken, was da kann man vielleicht was sehen, was passiert ist. Bei schweren Hörstörungen, Ertaubungen, kann man eben vielleicht gucken, ist diese Ausgleichsmembrane vom Mittelohr zum Innenohr vielleicht defekt? Perilymphfistel war das Stichwort von vorhin. Das ist eben die Geschichte, wenn man denkt, das könnte eine Ursache sein, dann kann es sinnvoll sein, diesen kleinen Eingriff vielleicht in örtlicher Betäubung, aber auch manchmal in Vollnarkose durchführen zu lassen. Vielleicht auch, um therapeutische Maßnahmen schon gleich einzuleiten. Komme ich gleich noch zu. Was kann man noch machen zum Ausschluss vor allen Dingen von Erkrankungen des zentralen Nervensystems, des Gehirns, des Hörnerven? Was kann man machen? MRT ist wahrscheinlich allen geläufig, Magnetresonanztomographie, eine Untersuchungstechnik für vor allen Dingen Weichteile. Hiermit kann man die Nerven, das zentrale Nervensystem, also das Gehirn, ziemlich gut abbilden und Erkrankungen in diesem Bereich bestätigen oder ausschließen. Je nachdem, was eben los war, haben wir vielleicht Entzündungen, Verletzungen des knöchernen, sage ich mal, Rahmens der Schädelbasis. Dann kann auch ein CT, eine Computertomographie, also eine Röntgentechnik sinnvoll sein. Oder vielleicht auch zur Abbildung der Halswirbelsäule, wenn man vielleicht denkt, oh, die Hörstörung, der Schwindel könnte vielleicht auch von der Halswirbelsäule herrühren. Was kann der Arzt noch tun, um bestimmte Dinge zu bestätigen und auszuschließen? Man sieht nach Blutzucker, Entzündungswerte, das Blutbild oder ein ausdifferenziertes Blutbild, Nierenwerte, Gerinnungswerte können hilfreich sein, um vielleicht eben diese Kreislauferkrankungen oder internistische Erkrankungen allgemeiner Art zumindest erstmal grob zu umreißen. Man kann natürlich, wenn es um diese Entzündungen geht, eben auch nochmal Blut abnehmen mit zur Untersuchung auf bestimmte Krankheitserreger, Bakterien oder Viren, die dafür bekannt sind, dass sie Nerven befallen können und entsprechende Hörstörungen verursachen können. Die sind hier aufgelistet, sind im Wesentlichen bekannte Vertreter, gehört dann, wenn man irgendwie nicht weiterkommt, unter Umständen zur Diagnostik. Genauso wie die Untersuchung der Halswirbelsäule im Einzelfall nützlich sein kann, wenn man zum Beispiel in alle anderen Untersuchungen erstmal nichts Besonderes ergeben haben. Diese ganzen Ergebnisse, diese ganzen Untersuchungen, die man dann gemacht hat, können sehr klare Ergebnisse liefern, aber auch sehr diffuse Ergebnisse, so dass es sein kann, dass man wirklich die Kollegen aus den anderen Fachdisziplinen konsultieren muss, um vielleicht doch letztendlich zu einer Diagnose einer differenzierten Diagnose zu kommen und vor allen Dingen sich auf eine Behandlung dann letztendlich festzulegen. Nächster Punkt ist die Therapie. Wir haben jetzt diese ganzen Untersuchungen gemacht und vielleicht erkannt, dass es sich eben um eine akute Hörstörung im Innenohrbereich handelt, die offensichtlich keine konkrete, fassbare andere Ursache zeigt, so stürzt man sich auf die Behandlung. Welche Behandlung ist denn eigentlich jetzt richtig und wichtig für mich? Gar nicht so einfach, weil ich habe es hier groß quasi in Rot dargestellt, ist die Studienlage. Das heißt, es gibt zwar viele Untersuchungen zum Hörsturz und es gibt auch viele unterschiedliche Untersuchungen zu vielen unterschiedlichen Medikamenten, operativen Verfahren. Wir werden es noch sehen.
Aber sie sind vermissen, lassen sozusagen häufig eine gewisse Evidenz vermissen. Das heißt, sie sind häufig nicht ganz strukturiert aufgelegt gewesen oder werten erst Daten im Nachhinein aus. Und das führt häufig dazu, dass bestimmte Dinge sozusagen nicht berücksichtigt werden oder beziehungsweise die Einordnung der Hörstörung nicht ganz optimal war und dadurch die Vergleichbarkeit manchmal extrem schwierig ist. Und manchmal sind die Fallzahlen in diesen Studien nicht besonders hoch, sodass eben die Vergleichbarkeit einfach schwierig ist. Das heißt also, Studien mit hoher Evidenz, das heißt, die schon sehr gut geplant werden, mit vielen Teilnehmern, wo genau umrissen ist, was genau passiert und wie das Ganze enden soll, die sind tatsächlich selten. Und ich komme gleich nochmal drauf zurück. Das macht das Ganze nämlich extrem schwierig und vielleicht bekommen wir in der nächsten Zeit doch vielleicht ein paar wirklich gut fundierte neue Erkenntnisse dazu, aber dazu gleich mehr. Was ist denn eigentlich noch ein Problem? Eigentlich eine gute Sache für die Wissenschaft, aber ein bisschen problematisch ist, dass man darauf hoffen kann, dass viele Hörstörungen sich nach 2, 3 Tagen von selber geben. Das bedeutet, die allermeisten Innenohrhörstörungen geben sich binnen von 1, 2, 3 Tagen und dass man meistens darauf hoffen kann, dass eigentlich die Spontanheilung einen retten wird. Das heißt also, wenn die Hörstörung nicht ganz so stark war, kann man auch darauf hoffen, genau mit Ohrgeräuschen, Schwindel, dass es einfach von alleine vorbeigeht. Das macht natürlich aber für die Wissenschaft, die Forschung, ist es extrem schwierig natürlich, damit umzugehen, weil man immer, wenn man sofort anfängt mit der Behandlung, natürlich Schwierigkeiten hat, auseinanderzuhalten, was war jetzt eigentlich mein Behandlungserfolg? Ist das jetzt einfach von alleine gekommen oder waren es meine Maßnahmen, die vielleicht zum Erfolg geführt haben? Das ist immer tatsächlich für die Ärzteschaft, für die Wissenschaft, Lehrerinnen ein großes Problem, hier zu vernünftigen Kriterien zu kommen und es wirklich vernünftig letztendlich auszuwerten. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn, würde ich sagen. Wir werden noch aus dem vorhergenannten und auf dieser, sag ich mal, auch guten Spontanheilungsrate, muss man sagen, dass nicht jede Hörstörung unbedingt einer Behandlung bedarf. Und das ist natürlich eine gute Sache. Und man kann dadurch auch ein bisschen Stress aus der ganzen Sache rausnehmen. Wichtig ist vor allen Dingen die Untersuchung und die Feststellung, wie schlimm ist es, sage ich mal so. Und muss ich eigentlich was machen? Und wenn ja, was? Da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Aber im Grunde muss man zusammen nach der Durchführung der relevanten Untersuchung dann zusammen besprechen, ja, wie schlimm ist es denn? Was macht denn Sinn in meinem speziellen Fall? Genau. Und wenn natürlich eben als letzter Punkt, der hier angeführt ist, ist eben die Hörminderung sehr ausgeprägt? Gibt es Begleiterscheinungen wie eben Schwindel, Ohrgeräusche und so weiter oder auch andere Gründe, die dringlich erscheinen? Dann kann man eben zusammen sprechen. Wir müssen die Behandlung vielleicht sofort unter Umständen starten. Genau, was steht denn jetzt so eigentlich zur Verfügung? Was ist empfehlenswert? Wie können wir diese Handlungsanweisung in der Leitlinie eigentlich jetzt verstehen? Dort werden halt vor allen Dingen 4 Punkte aufgeführt, die eben wissenschaftlich vor allen Dingen untersucht worden sind. Und der Punkt 1 ist quasi Cortison. Ein wichtiger Punkt. Punkt 2 ist, irgendwie sind Medikamente, die zu einer Blutverdünnung führen und damit natürlich auch zu einer unter Umständen besseren Versorgung mit Sauerstoff. Kommt gleich der nächste Punkt hinterher. Wenn man das Blut gut aufsättigt mit Sauerstoff,
kann vielleicht eine Heilung verbessert werden, weil vielleicht Zellen im Hörorgan stark geschädigt sind, Sauerstoffmangel haben. Also wäre es gut, Sauerstoff dorthin zu bekommen, um den, sag ich mal so, bei der Regeneration zu helfen und Schaden abzuwenden. Und bleibt Punkt 4, antivirale Therapie. Also kann ich Viren bekämpfen, die vielleicht mein Hörorgan befallen haben? Macht das Sinn? Ja, wir können das einmal so versuchen, ein bisschen systematisch kurz abzuarbeiten. Mit dieser Cortison-Behandlungsgeschichte macht es Sinn, das quasi durch den ganzen Körper zu laufen zu lassen, also systemisch. Und wenn ja, brauche ich das als Infusion, hochdosiert im Krankenhaus zum Beispiel? Oder kann ich das auch mit Tabletten machen, niedrig dosiert und absteigend? Ne? Oder könnte ich das vielleicht, das Cortison, direkt irgendwie an mein Hörorgan bringen, durch das Trommelfell hindurch ins Mittelohr, an diese Membrane, von der ich vorhin besprochen habe? Könnte das von dort aus nicht direkt und niedriger dosiert mit weniger Nebenwirkungen im ganzen Körper an mein Hörorgan kommen? Das ist mal die Frage. Ja, was gibt es dazu für Antworten? Im Moment ist es so, dass das niedrig dosierte Cortison, was man als Tablette einnimmt, keinen wirklichen Wirknachweis bringt. Und letztendlich ist es so, dass es nur Sinn macht, wenn man nach derzeitiger Lage höher dosiertes Cortison über die Vene bekommt, dann können höhergradige Hörstörungen wahrscheinlich gut behandelt werden. Letztendlich ist es so, als dritter Punkt sozusagen, kann man auch, wenn alles nicht so richtig geholfen hat, was man vorher gemacht hat, eben nochmal versuchen, dieses Cortison direkt in das Mittelohr zu bekommen, in die Nähe des Innenohrs, und zu hoffen, dass dann nochmal ein besserer Effekt eintritt. Nach derzeitiger Studienlage ist es so, dass auch noch nach 4 Wochen kann man auch diese Behandlung noch ausprobieren, in der Hoffnung, dass noch eine Verbesserung der ganzen Situation auftritt. Genau, warum ist jetzt diese Leitlinie, die ich ganz am Anfang genannt habe und eigentlich jetzt ausgelaufen, warum gibt es da jetzt eigentlich nichts Neues? Klar, ich hatte gesagt, die Studienlage ist dünn, deswegen ist natürlich, oder hat man vor einigen Jahren versucht, eine Studie aufzulegen, die eben eine höhere Güteklasse hat, eine verbesserte Aussagefähigkeit bringt. Da geht es um vor allen Dingen Hochdosis Cortisongabe über die Vene im Vergleich zu Tabletten. Und die nennt sich Hodocort. Die Ergebnisse werden aber jetzt in Kürze erst tatsächlich vorgestellt auf dem Jahreskongress der Fachgesellschaft. Und dann wird man hoffentlich sehen, was es da wirklich substanziell Neues gibt. Und wahrscheinlich wird sich dann auch die entsprechende Hörsturzleitlinie nochmal aktualisieren. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, wenn Sie unter Hodocort googeln, werden Sie jetzt noch nichts finden, aber demnächst sind dort auch Ergebnisse zu erwarten. Wenn man sich selber informieren will, was gibt es denn da jetzt Neues, dann kann man das durchaus googeln. Also es dauert noch, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber demnächst wird es kommen. Was ist zu sagen zur, sag ich mal so, Verbesserung von Fließeigenschaften oder Verbesserung der Durchblutung? Über viele Jahre wurde diese Behandlung mit Cortison gepaart, im Krankenhaus per Infusion verabreicht. Es gab bestimmte Substanzen, die ich hier nochmal aufgeführt habe, die einen, sag ich mal so, über Jahre einen gewissen Namen hatten. Aber es hat sich in Studien nicht wirklich bestätigt, dass diese Substanzen wie Pentoxifilin, Naphthidrophoryl, ich glaube, das ist gar nicht mehr am Markt, aber oder die Hydroxyethylstärke, die ein bisschen mit Nebenwirkungen behaftet war,
konnte man letztendlich keinen richtigen Wirknachweis erbringen mit diesen Substanzen. Dann war nochmal, ja, wie bringt man Sauerstoff dahin? Könnte man ja auch das Blut noch ein bisschen weiter aufsättigen mit Sauerstoff in so einer Druckkammer zum Beispiel. Kann man nochmal ein bisschen mehr Sauerstoff reinbringen, als nur an den roten Blutkörperchen quasi haftet. Dort gibt es zwar gute Ergebnisse, muss man sagen, aber eben es gibt wenig Druckkammern, es gibt wenig Studien, wenig Patienten, die eben in diese Studien eingeschleust worden sind. Also fehlen auch hier so ein bisschen die Daten, auch wenn man vielleicht annehmen muss, dass diese Behandlung vielleicht doch hilft. Aber dort ist tatsächlich die Studienlage eben entsprechend dünn. Was ist zu sagen zu diesen antiviralen Medikamenten, die es am Markt gibt, zum Beispiel Aciclovir, ein bekanntes Medikament, was immer wieder verabreicht wird, wurde und vielleicht auch noch wird, aber es gibt tatsächlich keinen wirklichen Nutzen, es sei denn, man findet tatsächlich konkrete Hinweise, dass eine entsprechende Virusinfektion, zum Beispiel eine Gürtelrose, ein Herpeszoster am quasi im Ohr vorliegt, dann würde es Sinn machen, ansonsten ins Blaue hinein nicht. Genau. Also zusammenfassend kann man erstmal sagen, also im Moment ist es noch so, die bei höhergradigen Hörminderungen mit oder ohne die Begleiterscheinung ist unter Umständen die systemische, also über die Vene gegebene, höher dosierte Cortisontherapie empfohlen. Mit oder je nachdem, also das würde man sicher zunächst machen als erstes, wenn es eben nicht funktioniert oder wenn man als Patient, sage ich mal so, auch noch andere Erkrankungen hat und man fürchten muss, dass durch hochdosiertes Cortison vielleicht der Stoffwechsel doch sehr stark durcheinander gerät, dass der Kreislauf zu sehr belastet wird, dann könnte man vielleicht gleich auf eine Gabe des Cortisons ins Mittelohr übergehen, einfach um vielleicht schwere Nebenwirkungen zu umgehen. Und ansonsten würde man halt die Gabe des Cortisons durch zum Beispiel das Trommelfell ins Mittelohr erst eher hinten anstellen, was hier als unterer Punkt nochmal vermerkt ist. Ansonsten, bei eben ausgeprägter Hörstörung quasi an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit, ich hatte es schon erwähnt, kann man halt eben sowohl diagnostisch einmal in das Mittelohr tatsächlich hineingucken, das Trommelfell hochklappen, schauen, kann man tatsächlich diese Flüssigkeit aus dem Innenohr nachweisen. Wenn nicht, könnte man tatsächlich Medikamententräger, das heißt also Schwämmchen einlegen in das Mittelohr direkt dort an diese Membrane, getränkt mit Cortison, um vielleicht gleich therapeutisch nochmal tätig zu werden, um dieses Medikament direkt an das Innenohr zu bekommen. Genau, wie soll das Ganze denn geschehen? Ambulant oder stationär richtet sich eben auch tatsächlich danach, nach der Ausprägung der Problematik, eben wie schwer bin ich eigentlich betroffen und je nachdem habe ich irgendwelche Vorerkrankungen und welche Möglichkeiten der Behandlung sind eigentlich vor Ort bei meinem Arzt, Ärztin, zum Beispiel gegeben, kann ich vielleicht die Behandlung doch ambulant durchführen. Es gibt natürlich auch sicher sinnvolle Gründe, weshalb man eine Behandlung im Krankenhaus machen sollte. Das ist natürlich vor allen Dingen, wenn es quasi zur Ertaubung kommt, was ich gerade schon gesagt habe, wenn man halt A, mehr Diagnostik braucht und vielleicht eben auch mehr Therapie, eben vielleicht auch operative Therapie und wenn man natürlich auch durch seine Kommunikation vielleicht sehr stark eingeschränkt ist. Vielleicht ist man schon ambulant vorbehandelt worden beim Arzt, Ärztin, aber es hat irgendwie keinen richtigen Erfolg gebracht, dann ist natürlich auch diese eben entsprechende Infusionsbehandlung im Krankenhaus auf jeden Fall sicher indiziert und sinnvoll.
Und natürlich auch nächster Punkt, was ist denn, wenn ich sowieso schon sehr schwerhörig bin und ein Ohr vielleicht schon fast taub, nicht, und das andere Ohr, was sonst noch gut war, wird plötzlich eben nochmal sehr viel schlechter, dann macht es sicher Sinn, eben die Behandlung im Krankenhaus zu machen. Genauso, wenn ich zusätzlich eben Ohrgeräusche, Schwindel, starker Schwindel mit Übelkeit erbrechen, dann macht das sicher auf jeden Fall Sinn, die stationäre Behandlung zu wählen. Genauso, wenn man eben deutlich eben erkrankt ist, an Herz- und Kreislauf, Stoffwechselerkrankungen und so weiter, dann macht es sicher auf jeden Fall Sinn. Oder bei Menschen, die vielleicht eben bestimmt ambulant, sage ich mal, so einer ambulanten Behandlung vielleicht nicht so gut folgen können, aus unterschiedlichen Gründen, neurologisch, psychiatrisch, dann macht es vielleicht eben auch Sinn, dort unter Überwachung zu sein auch. Und natürlich, klar, macht es sicher Sinn, wenn man sehr, sehr angewiesen ist auf sein Gehör, vor allen Dingen eben beruflich. Als Musiker, Musikerin, Toningenieur, Toningenieurin, aber vielleicht eben auch als Berufskraftfahrer, weil das Hören auch für die räumliche Orientierung sicher sehr wichtig ist, dann macht es sicher Sinn, bei höhergradigen Hörminderungen sich doch einer stationären Behandlung zu unterziehen. Aber das ist, sage ich mal so, muss man immer schauen, wie die Untersuchungsergebnisse sind insgesamt, was macht Sinn. Genau, was sind denn eigentlich meine Aussichten? Wie ich schon vorher gesagt habe, Spontanheilungsrate ganz gut. Deswegen kann man erstmal Mut fassen und sagen, okay, wahrscheinlich werden die meisten Hörstörungen entweder komplett wieder gut oder jedenfalls zu so einem Teil, dass man nicht so stark beeinträchtigt ist. Natürlich, klar, wenn es so schlimm ist, dass man ta quasi taub ist, wird es natürlich schwierig, vor allen Dingen dass die Spontanheilung, also die Erholung von alleine halt wirklich richtig nochmal wirklich gut fühlbar wird. Genau, deswegen ist es auch nochmal rot umrandet, nicht? Und wenn eben diese anderen Beschwerden wie eben eine ausgeprägte Gleichgewichtsstörung, Übelkeit, Erbrechen, also ein kompletter Ausfall, sage ich mal so, des Gesamtorgans, Hör- und Gleichgewichtsorgans vorliegt, dann ist es natürlich auch eher wie die Wahrscheinlichkeit, dass das alles so super gut wird, ist es dann halt eben auch deutlich erstmal reduziert. Was hatte das eigentlich mit diesen Frequenzbereichen nochmal auf sich? Es gibt bestimmte Hörstörungen, sage ich mal, so die kommen können und gehen. Das ist das, was man was unter Morbus Meniere gefasst wird, also eine Hydropserkrankung, das heißt ein Ungleichgewicht zwischen Produktion und Wiederaufnahme von Innenohrflüssigkeit, das führt zu entsprechenden Veränderungen am Hörorgan selber, die sozusagen sehr schwankend sind, manchmal häufiger kommen können mit Ohrgeräuschen und Schwindel und irgendwann tatsächlich auch das Organ so stark schädigen können, dass es tatsächlich irgendwann ganz schlecht hört und das Gleichgewichtsorgan auch nicht mehr richtig funktioniert. Das ist natürlich immer so eine Sache. Dort sind die Prognosen natürlich dann auch manchmal nicht ganz so gut. Das war sicher eine ganze Menge Informationen auf einmal jetzt gepackt. Ich danke aber erstmal für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Fragen. Genau, ich lese mal, oder ich kann ja gleich mal die Fragen, die kommen, vorlesen. Genau. Und genau, also es geht in einem Fall um eine spezielle Bluterkrankung bei einem Jugendlichen und die mit Cortison behandelt wurde. Das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte, wenn man halt vorbestehend erkrankt, also so eine, wie hier jetzt gesagt wurde, eine bestimmte ererbte Bluterkrankung hat, die eben die Fließeigenschaften auch des Blutes beeinträchtigen können. Dann muss man sich dann tatsächlich nochmal, eben wie ich gesagt habe, mit den entsprechenden
Fachleuten für innere Medizin auseinandersetzen. Macht so eine Cortisontherapie in so einem Fall wirklich richtig Sinn? Weil man davon ausgehen kann, dass das Cortison wirkt ja vor allen Dingen entzündungshemmend und abschwellend. Nicht so, dass wenn ein Schaden durch zum Beispiel einen Infarkt entstanden ist oder durch eine Entzündung, kann das eben Schaden abwenden. Aber im Fall so einer, sage ich mal, so von Bluterkrankungen muss man nochmal die, oder macht es auf jeden Fall Sinn, nochmal zu diskutieren, ob so eine Behandlung in so einem Fall tatsächlich eben Sinn macht oder ob das vielleicht eben doch eher andere Beschwerden macht. Und das ist auch sicher sinnvoll, nicht ob man nicht vielleicht sonst auf andere blutverdünnende Verfahren nochmal zugreifen kann, nicht aber das Cortison hat da in solchen Fällen natürlich nicht so eine gute Chance tatsächlich. Ich hoffe, das ist halbwegs beantwortet. Und ich gehe nochmal, genau, lokale Therapie, genau, nochmal als Ergänzung kann man bei solchen Geschichten, bei Bluterkrankungen lokale Therapie versuchen. Das ist sicher auf jeden Fall möglich, weil natürlich dann das Organ im Prinzip nicht über die Blutbahn erreicht wird, sondern lokal. Ein Versuch ist auf jeden Fall wert. Wenn zum Beispiel andere, zum Beispiel blutverdünnende Maßnahmen unter Umständen nicht auch keinen richtigen Erfolg bringen, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ein bisschen nachteilig bei der ganzen Geschichte ist so ein bisschen die, das habe ich jetzt nicht so ausgebreitet, aber wenn man, dass diese Membrane vom Übergang Mittelohr, Innenohr, ist manchmal so ein bisschen vernarbt oder versteckt und wird manchmal durch die Substanz natürlich nicht so gut erreicht oder man weiß nicht genau, wie viel von dieser Substanz nun tatsächlich übertritt vom Mittelohr zum Innenohr. Das ist so ein bisschen so ein Nachteil. Wenn man eine Infusion macht, weiß man, wie viel Milligramm man von irgendeiner Substanz verabreicht hat. Bei der Gabe ins Mittelohr ist das eben immer so ein bisschen fraglich, was passiert. Aber andererseits ist es natürlich auch eine Maßnahme, die nicht besonders invasiv ist. Sie ist auch nicht wahnsinnig schmerzhaft. Also im Grunde Nutzen, Risiko, sage ich mal, trotzdem immer noch gut. Und weil einfach eben nicht, sage ich einfach mal, nicht so viel Schaden angerichtet wird im Grunde auch. Genau. Und ich hoffe, das ist ausreichend. Und dann gehe ich nochmal einmal weiter. Genau. Halben Jahr Hörsturz, Tabletten behandelt. Genau, immer wiederkehrend Tinnitus und Hörminderung innerhalb von Stunden auftreten und enden können. Genau, genau. Und es gibt verschiedene Phänomene im Ohr. Ne? Genau. Genau, also was ist bei solchen, was kann bei Phänomenen eine Rolle spielen, die kommen und gehen? Das ist eben so, das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, das sind Können. Erkrankungen sein, die eben dadurch ausgelöst werden, dass halt eben die Innenohrflüssigkeit vor allen Dingen manchmal nicht richtig abgeführt wird, in den Nervenwasserraum quasi weiter zirkuliert, sondern es gibt eben eine Schwankung zwischen Produktion und Ableitung dieser Flüssigkeit. Dadurch können halt solche Schwankungen im Hör- und Gleichgewichtsorgan entstehen mit entsprechenden Hörminderungen, mit auch verzerrt Hören, mit Druckgefühl, mit unterschiedlichsten Phänomenen. Das kann eine Rolle spielen. So, wenn man das jetzt so liest, könnte man eben nochmal versuchen, gezielter in diese Richtung zu ermitteln, ob da eben, ob sich solche, ob sich so eine Erkrankung, so eine Hydrops-Erkrankung oder Morbus Menier, ob sich sowas bestätigen, fassen lässt. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und dass man dort nochmal genau schaut, könnte das eben in Frage kommen, diese Erkrankung. Wie gesagt, man muss dann, hört vor allen Dingen die Diagnostik nochmal richtig gut durchgehen. Würden diese Bilder alle passen vom Hörverlust, vom Schwindel her, passt das alles? Ohrgeräusche können immer ein bisschen dazukommen, nicht? Also passt dieses Bild zusammen? Welche Hörteste
wären noch zu ergänzen, wenn sie nicht schon gemacht sind, die ich schon erwähnt habe, wie im dieser Glycerol-Test, das entsprechende Echokardiogramm. Das wären eben Dinge, die man vielleicht nochmal mit dem entsprechenden Facharzt diskutieren muss, wenn man denkt, Mensch, das kommt ja hier irgendwie immer wieder nicht. Und sind die anderen diagnostischen Verfahren eigentlich auch schon ausgeschöpft wie das Durchmessen ja quasi des Hörnerven mit so einer Hirnstamm, mit so einer Audiometrie, mit so einer Bera, oder macht vielleicht eben auch nochmal in diesem Zusammenhang so eine MRT, so eine Kernspintomographie, macht das Sinn, einfach nochmal zu gucken, gibt es sonst noch irgendwelche Gründe an meinem Hörnerven zum Beispiel oder Gleichgewichtsnerven, der vielleicht bestimmte Druck oder Schwankungen machen kann? Das macht sicher Sinn, also die entsprechenden diagnostischen Maßnahmen einfach, wie ich sie schon gesagt habe, einfach zu wirklich systematisch durchzugehen, zu komplettieren, um Dinge möglichst irgendwie auszuschließen oder zu bestätigen. Das ist manchmal natürlich ein bisschen nervig. Man muss dann versuchen, wirklich mit seinem Arzt, Ärztin irgendwie die Kontrolle zu behalten über diese Geschichten und versuchen eben systematisch vorzugehen, zu gucken, was sind meine Beschwerden eben, und wenn solche Beschwerden immer wieder kommen, dann muss man nochmal in diese Richtung, macht es Sinn, in diese Richtung zu ermitteln. Ja, ich hoffe, das hat schon ein bisschen weitergeholfen. Sonst gerne nochmal nachfragen. Ja, ich denke, wenn keine weiteren Fragen sind, hoffe ich, dass ich das halbwegs gut beantworten konnte und Ihnen ein bisschen weitergeholfen habe. In dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen die Dinge näher gebracht habe, die jetzt noch Stand der Dinge sind. Vielleicht werden sie eben jetzt demnächst nochmal verändert, ergänzt, präzisiert. Und wie gesagt, die Leitlinie kann man auch entsprechend googeln, AWMF Online, Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich tätigen medizinischen Fachgesellschaften, die diese Leitlinien aktualisieren und immer wieder veröffentlichen, kann man sich im Internet angucken, oder beziehungsweise gibt es natürlich auch immer wieder Auswertungen dieser Leitlinien oder was es Neues gibt, zum Beispiel auch unter der Hodocourt-Studie, wie ich das vorhin schon genannt habe. Da gibt es sicher was Neues demnächst. Ja, sonst bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und möchte mich verabschieden von Ihnen. Vielen Dank. Ah, tatsächlich.